Hi Leute, ich bin's wieder, euer Danny von Modbox und heute stelle ich euch die platzierbare Verkaufsstation von Lizard vor. Die finden wir im Shop unter platzierbare Objekte, dann unter Diverses und hier hinten im Bereich der Mods. Hier haben wir Lizard Verkaufsstelle für 1000 Euro. Diese können wir jetzt anklicken und platzieren. Wie ihr seht, ich habe hier schon zwei platziert. Platziere hier jetzt noch eine dritte. Und dann schauen wir uns einmal an. Erstmal schauen wir hier platzierbare Verkaufsstation. Wir sehen hier Selling Station 1, 1 und 1. Aber was sehr cool ist bei diesem Mod, wenn wir sonst eine Verkaufsstation platzieren und davon mehrere platzieren, sind die Preise immer gleich. Wir sehen hier, egal welche Selling Station ich nehme, die Preise weichen immer ab. Was sehr cool ist, so haben wir mehrere verschiedene Preise und mehrere Auswahlmöglichkeiten, wo wir verkaufen. Wir können immer den besten Preis erzielen. Kommen wir einmal zur Selling Station. Ich habe hier schon was vorbereitet. Ich habe hier beispielsweise den Traktor. Die Selling Station kann nur zur Seite abkippen. Dementsprechend brauchen wir ein Fahrzeug, was zur Seite entladen wird. Ich nehme jetzt den Traktor beispielsweise und fahre hier drauf. Ich kann jetzt auf I Zuckerrüben einfach entladen. Ich kann allerdings auch den Anhänger dort abstellen. Und hier Plattform kippen lassen. So kann ich natürlich weiter entladen. So kippt der An hat der Anhänger die Möglichkeit, weiter zu kippen. Für realistisch sehr cool. Im LS würde er auch so entladen, komplett. Dann muss man natürlich wieder zurückgehen und die Plattform wieder zurückkippen. Wenn ich nun den Anhänger hier runterfahre, kann ich ihn hier abstellen. Man kann nur mit Anhängern entladen hier, die zur Seite kippen. Ich kann euch einmal etwas zeigen. Wenn ich jetzt nämlich hier mit dem Frontlader drauf fahren würde, würde er ebenfalls nicht entladen und nicht verkaufen, da der Frontlader nicht zur Seite abkippen kann. Möglich ist es mit LKWs noch, die ebenfalls zur Seite abkippen können, allerdings nicht mit einem LKW, der nur nach hinten abkippt. Das habe ich selbst ausprobiert, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt so machen würde mit dem Traktor, das funktioniert noch. Man müsste mit dem Traktor, mit dem Frontlader über dieses Gitter fahren. Das ist noch eine mögliche Option, allerdings geht es auch einfach mit dem Anhänger. So, dann schauen wir uns mal die Lok an. Wir sehen keine Fehler in der Lok. Fällt mir gut. Ist ein echt schöner Mod. Ich selber werde ihn jetzt vermutlich auch ab und zu auf Karten benutzen, die wenig Verkaufspunkte haben. Empfehlen beispielsweise auf der Holzer Map. Die hat nur einen Verkaufspunkt. Deswegen schöner Mod. Kann ich nur empfehlen. Aber das war's auch schon. Vergesst nicht, ein Däumchen ist ein Träumchen. Das Abonnieren nicht vergessen. Die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Danny von Modbox.